Hallöchen, meine Lieben. Und ich bin immer noch nicht fertig mit all meinen Ideen. Eine Idee zum Beispiel ist ein Zuckerstangenschlitten. Ist bestimmt nichts Neues, natürlich nicht. Haben schon viele gemacht. Ich habe mir aber diesen kompletten Schlitten so gestaltet, dass der, ja, also einfach nur cool ist, finde ich. Und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Also natürlich seht ihr das hier wieder nur von... Ich versuche das mal anders. Wartet mal. Moment. So. Also so sieht er von vorne aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich sehe das nämlich nicht, weil genau hier die Halterung drüber ist. Aber das ist nicht so schlimm. Und so sieht er von oben aus. Und so sieht er von der Seite aus. Und unten drunter... Wartet, ich muss den jetzt mal anheben. Sind die Zuckerstangen als Schlitten. Ne? So, da ich davon zwei brauche, habe ich mir gedacht, bei einem nehme ich euch mit. Ne? Den anderen habe ich jetzt erstmal so ein bisschen rumprobiert. Ich habe mir auch schon Sachen vorbereitet, damit es nicht zu lange dauert. Die Figuren hier, wie gesagt, habe ich von meiner Oma. Das sind Sticker hier, die hier aus dem Teddy. Die machen sich natürlich vorne ganz gut und ich wollte auch nicht, dass man sofort sieht, ich meine, ja, man kann es erahnen, was drin ist, aber es sollte eben ein bisschen geckig sein, ne? Genau. So, das würde ich jetzt mit euch zusammen machen wollen und ich stelle den mal beiseite. Was ihr braucht, sind zwei Zuckerstangen. Entschuldigung. So, die sind hier, wie gesagt, die habe ich auch beim Teddy gekauft, glaube ich. Ich mache dieses, was hier übersteht, mache ich nach innen, also so, dass es zur Kurve ist, weil hier kommt nachher ein doppelseitiges Klebeband drauf, beziehungsweise können wir das auch gleich machen. Bisschen vorbereiten, ne? Also alles andere habe ich schon soweit vorbereitet. So, und dann gucken wir mal, wie lange wir das ungefähr machen wollen. Ich mache einfach mal. Ich mache hier nichts mit, ne, alles Augenmaß hier. Also, beziehungsweise die Papiere, die ich mir jetzt zugeschnitten habe, um die Sachen zu verpacken, weil ich ja wusste beim ersten, was ich brauche, sind natürlich mehr oder weniger abgemessen. So, und dann klebt ihr euch das, das ist natürlich zu lang, ne? Aber ist nicht schlimm. Dann klebt ihr euch das hier so rüber. Ich schneide den Teil hier jetzt gleich ab, weil das sonst wirklich zu lang ist. So. Schön festdrücken, ne? Weil das soll ja nachher halten. So, das gleiche machen wir bei dem anderen auch. Ich weiß, ihr seht mich wahrscheinlich gerade nicht, aber ich musste mal hier ein bisschen mit der Schere rumhantieren. So, und auch hier das Papier, was stören würde, nach innen schlagen. Doppelseitiges Klebeband drauf. Und ab geht da der Peter. Also auch hier muss ich ein bisschen kürzen. So. So, schön festdrücken. So. So, jetzt habe ich mir schon vorbereitet den Boden, der als, also ich zeige euch das nochmal hier. Hier ist ja ein Stück Papier drunter, ne, was als Schlitten quasi dienen soll. Und das drehe ich mir um und dann klebe ich da meine Zuckerstangen an. Also, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, die so weit außen zu kleben, aber wir versuchen es einfach mal, weil das Paket, was draufsteht, ist ja schließlich groß. So, schön festdrücken, die andere Zuckerstange nehmen, erstmal einen Anfang finden, ne? So, und parallel dazu... Wenn es geht, mit gleichem Abstand, sagte sie, ne? Also ich habe mir das vorhin hier, ich muss mal kurz aus dem Weg, weil ich habe mir das vorhin hier auf die Tischkante gelegt. Das war sehr gut für mich, weil ich da nämlich die Zuckerstange gut drauflegen konnte und draufdrücken konnte. Ich kann euch das mal zeigen hier, so sieht es aus, ne? Also ich lege mir das hier so hin und drücke mir das dann fest. So, Schlitten fertig. Ja, quasi, ne? So, also wir haben unseren... Achso, nee, genau. Dann habe ich mir
Hier vorne, wo das Rentier sitzt, ne, habe ich mir zur Stütze was gemacht, damit das Rentier hier auch rauf kann. Ne? Das habe ich mir, das sind, keine Ahnung, lasst mich lügen, 9,5 cm und bei einem Zentimeter gefalzt, weil, wie gesagt, das Räschen, ne, hier darauf soll, das Rentier. Und das setze ich mir hier vorne an. Ob das jetzt mittig ist, ist egal. Ne? Da kommt nachher das Paket gegen. So, dann habe ich diese Snowballs, die ich da gerne verpacken wollen würde. Und ich habe ja Restpapiere noch, ne? Hier von diesen 30x15 Blöcken vom letzten Jahr. Und deshalb wird das damit verpackt. So, das habe ich noch nicht fertig vorbereitet. Ich wusste, es fehlt was, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe mir das, weil es nicht gereicht hat. Ich meine, ihr nehmt ja nicht alle das Gleiche, ne? Also ich meine, wenn dann, ja. Also wenn ihr so eine große Packung habt, dann müsst ihr Papier zusammenkleben, weil es von der Länge her nicht reicht. Und ich wollte auch nicht die Packung bekleben. Deshalb habe ich mich dafür entschlossen, das zu stückeln, weil es ist unten und man sieht das nicht wirklich. So. Geht ja auch nur um die Gäste, ne? Die Gäste. So. Dann mache ich das doppelseitige Klebeband, wie immer, ab und schlage mir das hier ein. Möglichst bunt auf bunt, ihr wisst es ja, ne? Also, das wäre toll. Klappt aber auch nicht immer, also von daher, es ist auch nicht tragisch, wenn es nicht klappt. So. Ich will das aber auch sehr eng haben eigentlich. Naja, hier hat es zum Beispiel mal nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob ich das noch lose kriege ohne größere Zerstörung. Na egal. So. Und da man die Seiten nicht sehen soll, also hier, ne, habe ich mir Stücken geschnitten, die ich hier einfach nur so Zwischenklemme. Also natürlich kann man trotzdem, so, ich glaube, mein Handy ist immer noch zu weit nach hinten eingestellt. So, ich mache das mal so. So, natürlich kann man trotzdem noch erahnen, was da drin ist, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Da kommt gleich noch ein Band rum. Auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche. Ne, ich stecke hier das rein. Also auch wenig mit Kleben. Ne? Soll ja auch für die Leute wieder auseinanderruppbar sein. genau, hier ist die Klebelasche, deshalb hakt das hier gerade ein bisschen. So, also nochmal hier rein. So, und das drücke ich dann so ein bisschen runter. Und vorhin habe ich die ganze Zeit das rote Band genommen, festgestellt, das war gar nicht so gut, das zu nehmen, weil das Paket, was oben drauf kommt, dann nämlich Probleme bekommt. Also nehme ich jetzt mal dieses Band und würde das jetzt auch hier vorne zusammenknoten oder von mir aus auch hinten. Also das schauen wir mal, wie das dann, ne? Da es kein Muster hat, was eine Richtung vorgibt, ist das also auch egal. Es geht ja nur darum, dass das hier zusammengehalten wird. Ja, möglichst eng. So. Wahrscheinlich ist das Zeug da drin auch schneller aufgegessen, als ich gucken kann. Aber egal. Es macht ja Freude zu schenken. So. Also, Paket 1 haben wir fertig. Und Paket 1 kommt ja dann, wie gesagt, so rauf. Ne? So. Dann habe ich hier noch diese Rittersport. Und auch da habe ich mir schon was zusammengebastelt. Da ich nicht möchte, dass man dieses Rentier sieht, muss ich das leider reinklappen. So. Ich muss mal gucken. So, genau. Ja, und auch hier habe ich schon, wie gesagt, vorbereitet und habe hier nur Reststreifen genommen. Weil es ist nicht Sinn, das Ganze zu verstecken und nicht zu zeigen, was drin ist, sondern Sinn ist, dass es einfach aussieht wie Geschenke und Pakete. Ne? So. Und auch hier habe ich einen zweiten Streifen, der noch übrig geblieben ist. Und den fädel ich mir jetzt hier so durch. Und weil ich nicht weiß, wie viel ich brauche an Platz,
mache ich das einfach so Pi mal Daumen. Naja, das sollte mal hier drunter sein, ne? Das sollte man jetzt nicht so sehen. Wartet, wartet. Manchmal ist es ein bisschen komplizierter, als ich denke. So. Ups. Genau. So. Dann kommt das hier rum und dann schneide ich mir hier wirklich einfach nur Pi mal Daumen, ne? Das ab und stecke das auch hier runter. Fertig verpackt. Hoho. So, und dieses Paket kommt ja hier oben hin. Da sitzt ja nachher der Weihnachtsmann drauf. Also, ich zeige euch das mal so. Und jetzt machen wir erstmal das Rentier vorne ran. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, wenn nicht, ich so. So, so, jetzt hier. Mein Gott, Technik, sage ich euch. Also, ich mache das Rentier hier vorne ran. Denn das Rentier zieht ja den Schlitten. Und weil der Weihnachtsmann natürlich schon die Leinen davon halten muss, kommt natürlich auch noch Band mit dran. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Also im Moment ist gerade die Händehalterung hier. Ist schon sehr lustig. Weil eigentlich guckt ihr gerade so mit mir zusammen auf das Projekt. Nur ein bisschen weiter höher. So. Das ist natürlich für mich schlecht, weil ich hier nicht so richtig durchgucken kann durchs Handy. Aber das macht nichts. Es geht ja hier nur ums, ne? So. Band ist lang genug. Also der Weihnachtsmann kann da oben definitiv, ne, das halten. So. Jetzt mache ich hier noch doppelseitiges Klebeband drunter, weil das muss ja festhalten. So. Ich würde euch gerne wieder ein Stück höher nehmen, weil das ist für mich sonst alles im Weg. Also nicht böse gemeint, aber ich zeige euch nachher. Ich mache das wie bei den anderen Videos auch. Ich mache am Ende ein Foto, damit man es dann auch von vorne sieht. Ist beim Basteln eben ein bisschen schwierig. So, da klebe ich mir jetzt genug Klebeband unten runter, dass das Ding festklebt. Und einen noch. So. Naja, nicht schön, aber selten, ne? Das seht ihr wahrscheinlich gerade nicht, ne? So. Dafür seht ihr meinen chaotischen Tisch. Also so sieht es hier gerade aus. Ne? Ich bringt auch nichts aufzuräumen, weil ich immer wieder alles rauskrame, wenn ich das nächste Video mache. Weil ich dann wieder irgendwas brauche, was ich schon weggeräumt hatte. Und deshalb räume ich hier gar nicht mehr auf. Also ja, ich mache den Tisch frei, damit man hier, ne? So. Ich nehme das mal runter und ja, so, wir haben also folgendes Problem, so jetzt. Und mache das relativ weit vorne. Natürlich versuchen, mittig zu bleiben. Rauf. So. Dann stelle ich es wieder hier rauf. Das kriegt der Weihnachtsmann in die Hand. Und den Weihnachtsmann muss ich mir jetzt erstmal präparieren. Denn auch der bekommt doppelseitiges Klebeband unten ran, damit er steht. Der arme alte Mann, ne? Dass der noch buckeln muss. Und der kriegt an die Hände, da wo die Leine normalerweise ist, auch doppelseitiges Klebeband. Also ja, er hat eigentlich ein Geschenk in der Hand, aber so ein Weihnachtsmann, der kann ja alles. Der kann auch eine Leine noch halten. Er guckt es schon ab. So. So. Schlitten wieder ranholen. Ich muss das jetzt mal so gucken, ob ich das so hinkriege, dass ihr das seht. So, genau. Also, ich setze den hier vorne oben rauf. Dann nehme ich die Leine, die er ja in der Hand halten soll, und drücke die hier fest, da wo ich, ne,
doppelseitige Klebeband hingemacht habe. Man kann ihn das auch noch einmal so rumwickeln, damit er nicht unterfällt, der arme alte Mann. Ups, ja, dann war es auch schon ab vom doppelseitigen Klebeband. Also vielleicht sollte ich es nur so festmachen. Das wäre ja auch mal eine Idee. Ich gucke mal, ob das so geht, wie ich das gerne hätte. Das ist immer Vorführeffekt, ne? Also ich will euch was zeigen und beim ersten Mal hat es toll geklappt, beim zweiten Mal ist es wie mit dem Stern. Der verfolgt mich noch. Der Stern. So. Ja, also der Stern ist, wie gesagt, wunderschön, aber ich krieg's nicht hin. So, lieber Weihnachtsmann, bleib doch bitte hier oben stehen. So. Also jetzt haben wir das, dass der Weihnachtsmann da drauf steht, das Rentier hält. Jetzt kippen wir uns das hier vorne ran und dann, damit das alles natürlich auch hält, bis es beim Beschenkten ankommt, wird es jetzt mit einem Band zusammengebunden. Also einmal anheben, damit das Band runter kann. So. Und dann muss ich mal gucken, wie lange ich das Band brauche. Soll ja auch alles mittig sein, ne? Na, ein bisschen würde ich es noch machen, weil ich bin ja nicht so der Könner in Schleifen. Ist leider so. So, jetzt muss ich mal hier aus dem Bild raus, weil ich ja hier das Band abmessen muss. So. Okay. Und dann mache ich einfach nur wirklich Schleife. Ich versuche natürlich, dass diese Schleife so schön wie möglich wird. Ne? Also ich mache hier schon mal einen Doppelknoten rein. So fängt es schon mal an, weil ohne Doppelknoten kann ich das nicht halten mit meinen Händen. Das ist ja. Blöde Erfindung, sowas. So. Genau. Und dann, also ich habe 50.000 Schleifenvideos geguckt, aber ich kriege das nicht hin, so wie andere. Aber das ist mir jetzt auch egal. Also ich versuche, die bedruckte Seite nach außen zu nehmen. Und wo habe ich das denn mal gehört? Ein Häschenöhrchen, noch ein Häschenöhrchen und die werden dann zusammengeknotet. Also meine Mutti hat es mir so nicht beigebracht. Ich habe das ganz normal gelernt. Aber es gibt ja Leute, die sich da echt schwer tun mit Schleifen. Also jetzt nicht mit Schleifen hier für Geschenken, sondern mit Schleifen machen allgemein. So, und dann schneide ich das hier ab. Und fertig ist der Schlitten. So, so sieht er aus. Ich hoffe, das ist eine Idee für euch. Also wie gesagt, ihr müsst ja nicht die gleichen Sachen da verbasteln wie ich, aber ich hoffe, das ist eine Idee für euch, dass, wenn ihr so einen Schlitten macht, ne, ihr dann da irgendwie die Sachen drauf vielleicht noch irgendwie einpackt oder ummantelt. Das ist ja eher gesagt, ne, ummantelt. Genau. So, auf jeden Fall werden sich die beiden, die die kriegen, hoffentlich sehr, sehr freuen. Wenn nicht, dann, ja, muss ich mal ein ernstes Wort mit den Leuten reden. Ansonsten wünsche ich euch noch was und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Also, bis dann. Tschüss.